Herzlich willkommen zum Live-Radio des ERC München, hier zum 45. Spieltag ERC München gegen den SC Rissersee. Ganz besonderer Spieltag, gemeinsam für die Münchner und Garmischer Olympiabewerbung 2018 haben beide Mannschaften sich heute hier eingefunden. Natürlich wollen sie auch um die Punkte kämpfen. Es geht für den ERC München um den ersten Platz in dieser Liga, für die Garmischer, wie eben schon mal gesagt, um den sechsten Platz, also um das sichere Ticket für die Playoffs. Und das Vermeiden der Pre-Players. Noch verhaltener Beginn beider Mannschaften. Da wird viel gekämpft um jeden Zentimeter. Den Mulai jetzt hinterm Tor an der Scheibe. 2:06 gespielt. Andi, bitte. Ja, Christian Wicher, dem auf dem Eis mit Vollvisier. Auch er hat im Training einen Puck ins Gesicht bekommen. Im Gegensatz zu Chris Bain, der mit Kieferbruch einige Wochen ausfällt. Kann er spielen? Jetzt schöne Chance vom ERC. Kommt aber dem Slot bedient. Zieht sofort flach ab. Aber McArthur hält. Jetzt ist das Tor kurz verschoben. Er schiebt es immer weiter raus, weil der Hauptschiedsrichter Brückemann es nicht sieht. Ja, hier passiert noch nicht viel. 3 Minuten sind gespielt. Beide Mannschaften sehr verhalten, mit Bedacht auf das Defensivspiel. Kann sich aber hier die Offensive noch nicht so richtig entwickeln. Kevin Lavallee holt sich jetzt den Puck in dem eigenen Tor. Erwarten wir einen Sturmlauf von ihm? Nein, lass mal das Abspiel auf Dylan Görri. Dylan Görri, schöner Querpass rüber zu Daniel Hilpert. Hilpert bringt die Scheibe ins Drittel der Gäste. Fällt dann hin, da war vielleicht ein Schläger unten, aber nicht strafwürdig. Und somit geht es in die andere Richtung. Über die Nummer 7 von Garmisch auf der linken Seite. Jetzt George King da an der Scheibe, spielt zurück an die blaue Linie. Schussversuch. Sebastian Elving kann abwehren, trotzdem der SC Rissersee hier noch im Scheibenbesitz. Schuss von der blauen Linie und Tor. Jetzt suchen mit der nächsten Möglichkeit, aber Strafe München. Strafe München. Aber weiterhin noch der SC Rissersee im Scheibenbesitz. Vollmer, der jetzt hinter dem Tor spielt, und da kommt Uschi an den Puck ran. Dave Reed, 2 Minuten Beinstellen bei 27:22. Jory gegen Self, wenn ich das richtig sehe, beim Bulli, jawohl. Gewinnen tut es der Sommerfeld für die Garmischer, nachdem er dann noch so hängealt ist. Self auch wieder im Scheibenbesitz, schießt und Tor. Tor Sommerfeld, 0:2. 27:34 gespielt. 12 Sekunden hat dieses Powerplay gedauert. Drin war er. Jetzt über die linke Seite, dann Angst. Schreibt auf Dietrich, Schussversuch, schön gemacht von Dietrich. Nicht sofort draufgezogen, sondern die Scheibe auf die linke Seite, auf die Rückhand genommen. McArthur stürmt nach links raus, ist damit ausgespielt. Und Dietrich kann die Scheibe ins Tor legen. Der EHC München hat den Anschlusstreffer erzielt. Ja, oh, Raut hat jetzt im Scheibenbesitz, das war knapp, er hatte in den Slot gespielt auf Niklas Hede, der verzieht aber noch ganz knapp. Jetzt kämpft der jetzt hier, das merkt man. Hede jetzt weiter auf Seifert, das sind eigentlich 2 Minuten Beinstellen, Herr Brüggemann, aber oh nein, Konter, Self gegen Elving, Tor. 23:37 spielt. Da wird der Münchner meiner Meinung nach gelegt, der Hauptschiedsrichter lässt weiterspielen, daraus gab sich die Kontermöglichkeit von dem. Und damit steht es hier weiter 1:3 aus Münchner Sicht. 37 Minuten, 45 Sekunden sind gespielt. Und hier muss ja einiges passieren, dass man dieses Spiel vor einer großartigen Kulisse, vor 5000 Zuschauern, dass man dieses Spiel hier, oder dass man diesem Spiel zumindest nochmal den Spannungsbogen gibt, dass man hier nochmal den Anschlusstreffer erzielt und nochmal entsprechend ein Knistern auf die Ränge zaubert. Jetzt ein Fehlpass in der eigenen Zone, die Garmischer können ihn aber nicht verwerten. München klärt, spielt dann die Scheibe tief, um zu wechseln. Jetzt gibt es hier einen Pfiff von Brüggemann. Noch nicht genau gesehen, warum. Ah, ein Pfiff vom Linesman war das. 6 Spieler. Sagt er hier, zeigt er hier an, 6 Feldspieler für Garmisch auf dem Eis. Wecken beschwert sich, aber es wird die Strafe gegen die Mannschaft von Manzi geben, von Maurizio Manzi. Also erneut die Möglichkeit für den ERC München,
der allein in der Überzahlstatistik voll im Spiel durchaus an erster Stelle stand. Zumindest gemäß Abdruck der Eishockey News, die ich hier rechts vor mir liegen habe. In Unterzahl mittlerweile abgerutscht bis auf Platz 5. Jetzt in Überzahl hier den Anschlusstreffer zum 2-3 machen. Und dann ist noch alles drin. Ja, ist er drin! Wunderschön! Wunderschön! Schuss von der blauen Linie von Reed. Eigentlich ungefährlich. MacArthur lässt davon abprallen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, stochert Mike Compon die Scheibe durch. Ja, auf der Anzeigetafel wird es auch gezeigt. Mike Compon mit dem 2-3. Und das war die erste kleine Unsicherheit von Mark MacArthur. In Überzahl gewinnt sie schon mal das Pulli. Niklas Hede hat die Scheibe in dem Tor, dreht da schön ab, sichert den Puck noch in der linken Rundung, legt ihn dann ab für Neville Rautert. Garmisch da verbissen an der Bande, aber sie bringt den Puck nicht raus. Mark Hiedli holt ihn sich, fährt hinter das Tor, legt ihn dann auch, nein, legt ihn quer zu Rautert, der mit dem schönen Passversuch in den Slot, da hätte Hede gestanden. Pulli gewinnt für den EHC München durch Dietrich gegen Beindl. Hilpert jetzt noch im Scheibenbesitz. Spielt tief. Dietrich hinterher, aber kommt nicht ran. Wieder Hilpert. Hilpert jetzt noch in einer eigenen Zone. Spielt rechts auf Lavallée, der auf Compon. Compon läuft ins gegnerische Drittel. Compon ins Slot, versucht die Scheibe zu bekommen. Wieder Compon hinterm Tor, genau hinterm Tor. Mit dem Bauerntrickversuch, aber da hat er aufgepasst mit Försen. Wo ist die Scheibe? Ist hier hinten hin. Kapstadt, der erklären kann. Eieieiei. EHC weiterhin den Druck machen. Eine Minute noch. Lavallée jetzt. Auf Dietrich kann die Scheibe nicht klären. Garmisch hat alle Zeit der Welt jetzt. Da muss der EHC drauf. Pressing versuchen. Aber natürlich wird die Scheibe dann noch rausgespielt. 50 Sekunden noch. Dietrich spielt tief. Wirklich hinterher. Lehner wieder im Scheibenbesitz. Ja, Lehner bleibt im Scheibenbesitz. Kann klären. Scheibe wieder draußen, EHC muss wieder neu aufbauen. Scheibe wird wieder tief gespielt, aber wieder zu einem Garmischer. Reagan diesmal, der kann auch wieder klären. Nochmal, Auger jetzt links. Noch 25 Sekunden. Nein. Das wird nichts mehr. Empty Net. Und nein, er bleibt genau am Pfosten kleben. Eieiei. Elbing war draußen, noch 10 Sekunden. Jetzt kommt's, macht's. 7, 6, verdammt, das war's. Die Scheibe ist draußen, noch 2 Sekunden. So ist es, aber das war's. Vorbei.